Okay, das geht aber nach da oben. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man da noch... Doch, da kommt man auch noch hoch. Also da geht's nicht weiter. Aber in Richtung Westen soll es noch eine geben. Was denn, Luna? Wieder nicht geklappt? Sehr schön. Geht sofort weiter. Jetzt kann es weitergehen. Gerade nur ein 80er Dungeon und will den Tank würgen. Wieso das denn der? Ist der Tank nicht so supi? Ich bin in dem nach dem 89er Dungeon viel Spaß da. Oh Gott. Ich bin noch ganz weit davon entfernt. So. Zu viel dazu. Südwest. Warte. Da. Da in die Richtung. Ich will wieder in mein Lieblings-Dungeon rein. Das wird das erste sein, was ich mache, wenn mein Reaper soweit ist. Kann ich. Welche Stufe bräuchte ich dafür nochmal? Ah. Jetzt könnte ich vielleicht bis nächste Woche schon. So, Windäther, Windäther, Süden. Nein, lass mich. Statt einfach den normalen Weg drüber herum zu gehen. Nein, lieber den Weg. Ja, der so schön anstrengend ist. Südost. Weiter in Südost. Ja. Na, aber wir haben bald alle. Wir nähern uns dem Ganzen.
will doch nur hier fliegen können, mehr will ich doch gar nicht. Sieben fehlen noch. Insgesamt. Könnte sogar noch hier auf der Insel sein. Lass mich. Ich will es nicht. Es sind nur noch 6. Okay, Südost, ja, das ist das andere da hinten. Wobei, nee, Südost, das wäre hier irgendwo noch. Die Viecher sehen cool aus. Okay. Dann können wir uns jetzt beruhigt wieder um die Story kümmern. Ich habe jetzt alles, was ich haben wollte. Einmal die Musik aus. Jetzt geben wir die schöne Quest ab. Ochi. Ich habe so die Hoffnung, dass wir vielleicht die 88 noch erreichen, aber das könnte knapp werden. Da bist du hier wieder. Die Ureas hatte den Kristall anscheinend nicht mehr bei sich und auch ich habe nichts gefunden. Hast du mehr Glück? Hier. Ja, das ist sehr wunderbar. Damit wäre meine Aufgabe erledigt und wir können uns endlich dazu dir zuwenden. Du hast wohl einen siebten Sinn für sowas. Ach was, du auch? Das scheinen wir zwei was gemeinsam zu haben. Zu meiner Zeit als Azem habe ich den ganzen Planeten bereist, um Lösungen für alle möglichen Probleme zu finden. Das hat sich natürlich gelegt, seit ich meine Nachfolgerin gefunden habe. Ganz im Gegensatz zu meiner Abenteuerlust. Wenn mich ein alter Bekannter bittet, etwas aufzuspüren, kann ich einfach nicht nein sagen. Deshalb bin ich so oft in Elpis, um passende Reviere für neue Lebensformen zu finden zum Beispiel. Und wer hätte gedacht, dass mich die Suche nach einem verschwundenen Kristall zu solch einer interessanten Bekanntschaft führen würde? Man weiß nie, wo eine Reise hinführt, nicht wahr? Den Kristall hatten wir also wieder. Ich werde ihn auf dem Rückweg bei seinem rechtmäßigen Besitzer abgeben. Weit ist es zum Glück nicht mehr. Denn der Observationspunkt Beuten Eukos und damit meine Unterkunft befinden sich gleich hinter dieser Brücke. Es ist gleich das erste große Gebäude oben auf dem Hügel. Dort können wir ungestört reden. Es ist nur behelfsmäßig eingerichtet, aber fühlt euch trotzdem wie zu Hause. Ich werde in der Zwischenzeit Tee aufsetzen.
Tee. Ja, Tee könnte ich jetzt auch mal wieder vertragen. So ein leckerer Tee. Doch, das wär's. Wird geredet. Wie das duftet. Ich würde gerne passende Plätzchen dazu anbieten. Aber ich reise aus Gewohnheit ohne viel Gepäck. Tee ist jedenfalls reichlich da. Haltet euch nicht zurück. Im Hintergrund läuft schon wieder meine Lieblingsmusik. Ich hole gleich. Ich brauch das echt als Klingelton oder so. Keine Ahnung. Also dann, willst du uns sagen, warum du hier bist? Das weiß ich, aber trotzdem. Ich glaube, ich habe 3 Lieblingsstücke insgesamt. Die anderen sind schön, aber nicht meine Lieblingsstücke. Aber 3 Lieblinge. Warum fängst du nicht ganz am Anfang an? Glaubst du wirklich, dass wir dir diesen lächerlichen Mumpitz abnehmen? Ich würde es anders ausdrücken, stimme aber zu. Vieles ist nur schwer vorstellbar. Was denkst du, Venat? Ohne Kenntnis darüber, wann und warum die letzten Tage zum ersten Mal eintraten, ist es schwer, die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu beurteilen. Deswegen bin ich erst einmal davon ausgegangen, dass die Geschichte stimmt und habe mir überlegt, warum ich gehandelt habe, wie ich es tat. Ich kann mir nicht erklären, warum ich mich über den Willen des Konvents der 14 hinwegsetzen und Heidelin erschaffen sollte. Egal wie die Umstände auch gewesen sein mögen, es kann keine einfache Entscheidung gewesen sein. Nur ein wirklich triftiger Grund kann mich zu so einer drastischen Maßnahme getrieben haben. Dann ist da noch die Sache mit der Elpisblume, von der ich sagte, dass sie dich führen wird. Sie weiß den Weg durch dieses Mysterium und dass sie dich nach Elpis gebracht hat, zeigt, welche Bedeutung diesem Ort zukommt. Aber was kann das sein? Soll ich dir bei irgendwas helfen?
Könnte man es nicht auch anders betrachten? In der Zukunft, aus der sie kommt, konnten die letzten Tage nicht verhindert werden. Es gibt nur einen Ausweg, den Stern zu verlassen. Vielleicht wolltest du Wege in eine andere Zukunft öffnen, indem du uns von dem Ende berichtest. Das ist durchaus denkbar. Aber wenn das das Hauptziel ist, warum sollte ich sie dann ausgerechnet nach Elpis lotsen? Mein Zuhause wäre da doch eine näherliegendere Wahl. Oder vielleicht das Kapitol von Amauroth. Richtig. Vor allem, wenn man eins bedenkt. Heidelin hat sie nicht an einen bestimmten Punkt in der Zeit geschickt. Daraus sollte man schließen können, dass es nicht darum ging, uns zu treffen. Oder Heidelin hatte Grund zur Annahme, dass sich unsere Pfade ohnehin kreuzen würden. So unwahrscheinlich das auch scheinen mag. Es ist ein vertracktes Mosaik und uns fehlen noch viele Teile. Eines ist aber gewiss. Wenn die letzten Tage so sind, wie uns berichtet wurde, vernichten sie alles, was mir unersetzlich ist. Und trotz der langen Jahre der Vorbereitung blieb mir nichts anderes übrig, als alles aufzugeben und die Flucht zu wählen? Nein, ich würde alles, alles dafür tun, den Untergang aufzuhalten. Vielleicht hieltest du es für unmöglich. Selbst der Konvent hatte versagt. Nein, alles ist möglich. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und wenn Heidelin und ich dieselbe Person sind, muss sie genauso bedacht haben. Du denkst also tatsächlich, dass diese wirre Lügengeschichte von dir handelt? Ich für meinen Teil glaube nicht einen Herzschlag lang daran, dass unsere blühende Welt ein derart unrühmliches Ende nehmen könnte. Und überhaupt, der Emmet Selch aus dieser Erzählung ist mir nicht im geringsten ähnlich. Ich würde jeden in höchsten Ehren halten, der sein Leben für den Erhalt des Planeten gibt und sich diesem Zodiac opfert. Und doch soll ich ein Abbild Amauroths geschaffen und mit den Schatten seiner Bewohner bevölkert haben? Es wäre eine Beleidigung des Gedenkens an sie. Und dann soll ich dich noch dahin eingeladen haben, meine Bezwingerin. Warum sollte ich etwas derart Törichtes tun? Schon der Gedanke daran, für die Wiedererrichtung unserer Welt allein verantwortlich sein zu müssen, schreckt mich bis ins Mark. Oh, was für eine lästige Aufgabe. Aber niemals würde ich meine Pflicht verraten. Niemals würde ich meine Brüder aufgeben. Du kennst mich nicht. Ich habe genug von diesem Unsinn. Ich wende mich nun meinen Pflichten zu und dulde keine Störung mehr. Emmet Selch, warte doch! Du bist jetzt schon eine Weile in Elpis. Ich würde gerne wissen, was du bisher gelernt hast. Es ist die Kraft jenseits des Äthers. Nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß genug darüber. Hermes hat sich damit befasst, als er Metean erschuf. Ja, das ist eine Spur, der es nachzugehen lohnt. Gut, machen wir uns also ans Werk. Die fehlenden Teile des Mosaiks liegen in Elpis, da bin ich mir sicher. Wenn du sie findest, fügt sich das Bild, das mein zukünftiges Ich vor Augen hat.
und du wirst deine Antwort haben. Sei dir gewiss, dass ich dir dabei helfen werde. Hab Mut. Wenn Emmett Selch wirklich so ist, wie Asim ihn mir beschrieben hat, werden wir noch viel mit ihm zu tun haben. Das kann dauern. So. Er wird sich so viel, was ich begeistert. In jeglicher Hinsicht. Ich glaube, der kann sich was Besseres vorstellen. So. Die wollte ich eigentlich nicht anklicken. Also gut, wollen wir unsere Nachforschung beginnen? Ich habe Hermes zwar schon einige Male getroffen, aber immer nur in seiner offiziellen Funktion als Leiter von Elpis. Ich weiß von ihm daher nur, was ohnehin öffentlich bekannt ist. Um mehr zu erfahren, sollten wir die Mitarbeiter dieses Observationspunktes befragen. Ich habe auch schon eine Idee, bei wem wir beginnen können. Folgt mir bitte. Oh Gott, wie der Tag hier. Hi. Die Frau, die vor dem Gebäude dort gerade eine Pause macht, heißt Ismena? Sie hat mir bei den Vorbereitungen meines Aufenthalts hier geholfen. Soviel ich weiß, arbeitet sie schon sehr lange in Elpis und sollte Hermes gut kennen. Bei ihr beginnen wir unsere Nachforschung. Wenn dir eine gute Frage einfällt, dann zögere nicht, sie zu stellen. Du willst mich etwas fragen? Nur zu. Ich will sehen, womit ich dir helfen kann. Befragung beginnt. Oh Gott, das geht in die Hose. Oh. Hallo Ismen. Wir würden gerne ein paar Fragen über Hermes stellen. Wärst du so gut, uns Rede und Antwort zu stehen? Aber natürlich, Winhard. Für dich habe ich immer Zeit. Was wollt ihr denn wissen? Persönlichkeit beschreiben? Deine Persönlichkeit? Nun, er ist eher von der stillen Sorte, würde ich sagen. Verliert nicht viele Worte und ist auch nicht gerade der gewandteste Redner. Wenn es sich arrangieren lässt, arbeitet er am liebsten für sich. Das hält ihn aber nicht davon ab, sein Amt als Leiter dieser Forschungsanlage tadellos zu verrichten. Er ist auch wie geschaffen dafür, denn niemand weiß so viel über Lebewesen wie er. Es gilt uneingeschränkt für alle Gattungen, insbesondere aber für die Flugwesen. In der Hinsicht ist er ein wandelndes Lexikon. Ich hoffe, das hilft euch etwas weiter. Gibt es sonst noch etwas, das ihr wissen möchtet? Wann hat er Metheon geschaffen? Wenn ich das wüsste, Metheon ist kein öffentliches Forschungsprojekt, sondern Hermes private Schöpfung. Interessant. Kannst du uns etwas über ihre Fähigkeiten sagen? Es heißt, dass sie Gefühle lesen kann und per Gedanken kommuniziert, die sie direkt überträgt und empfängt. Mir ist kein anderes familiär bekannt, das zu so etwas in der Lage ist. Wie Hermes das vollbracht hat, kann ich euch allerdings nicht sagen. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ich hatte noch keine Gelegenheiten, mit Hermes darüber zu reden. Vertraust du Hermes? Wahrscheinlich ja. Warum sollte ich das nicht? Ich kenne ihn schon sehr lange und in Arbeitsfragen haben wir stets einen offenen Austausch gepflegt.
Entschuldige, diese Frage war womöglich etwas unangebracht. Kannst du uns vielleicht an jemanden verweisen, der mehr über Meteon wissen könnte? Da versucht ihr euer Glück am besten einmal bei Dimeos. Der erforscht nämlich ebenfalls begeistert ein Flugwesen. Er sollte sich momentan am Flussufer östlich von ihr aufhalten. Ich rate euch allerdings, ihm präzise Fragen zu stellen. Wenn Dimeos einmal ins Reden gerät, dann bremst ihn nämlich so schnell nichts mehr. Danke, das war wirklich sehr aufschlussreich. Es war mir eine Freude. Wenn ihr während eures Aufenthalts noch andere Dinge wissen möchtet, stehe ich euch gerne wieder zur Verfügung. Lass uns heute drüben Rat halten. Wir haben Ismenes Zeit genug beansprucht. Juhu. Wo bist du? Da bist du. Das ist hübsch. Das war nicht so ergiebig, aber immerhin ist es ein Anfang. Wir sollten unsere Nachforschung auf dieselbe Art weiterführen. Während ich mich also hier umhöre, möchte ich dich bitten, den Timaeus auf den Zahn zu führen. Den 89er Trial freigeschaltet. Glückwunsch! Okay, Dera ist verliebt. Ich müsste bei Ismene zwar etwas nachhaken, aber insgesamt hast du deine Sache sehr gut gemacht. Ich vertraue dir voll und ganz. Du hast es gehört. Timaeus soll am Flussufer östlich von ihr aufhalten. Wir treffen uns wieder, wenn du fertig bist. Irgendwas an Galoppchen hören. Dai! So, in die Richtung. War nur in die falsche Richtung geritten. Muss man aber wahrscheinlich auf die andere Seite. Timaeus? Ja, da bin ich wohl. Aber sprich bitte leise, denn ich bin gerade mit der Beobachtung einer seltenen Vogelart beschäftigt. Verscheuch sie mir nicht. Okay. An die nächste Befragung. Womit kann ich dir helfen? Das heißt, du wirst dich auf die Schöpfung von Flugwesen verstehen, stimmt das? Du interessierst dich auch für Flugwesen? Na, dazu kann ich dir einiges erzählen. Meine Liebe und Faszination für unsere fliegenden Freunde wurde schon in meiner frühesten Kindheit geweckt. Alles begann damit, dass mein Vater einen goldgelb gefiederten Vogel schuf. Das anmutig quälende Geschöpf verzauberte mich so sehr, dass ich mir vornahm, eines Tages etwas mindestens genauso Schönes zu erschaffen. Der Chocobo. Wenn nicht gar, mein Vater zu übertreffen. Also, wälzte ich Bücher über Ornithologie und... Oh Gott, 3 Stunden später. Und so erhielt ich schließlich einen Posten in Elpis. In Erfüllung meines Kindheitstraums und der Beweis, dass man alles erreichen kann, wenn man nur hart genug daran arbeitet und fest genug daran glaubt. Beantworte das deine Frage, falls ich zwischendurch ein wenig den Faden verloren habe, bitte ich das zu entschuldigen. Und falls etwas unverständlich gewesen sein sollte, führe es gerne noch einmal aus. Oh, bitte nicht. Wie bitte? Du warst weniger an meiner Arbeit, sondern eher an der von Hermes interessiert? Ach so, warum sagst du das nicht gleich? Flugwesen sind aufgrund ihrer Anmut und Grazie überaus beliebt. Obwohl es bereits sehr viele Arten gibt, versuchen sich zahlreiche Schöpfer noch immer an neuen Konzepten. Die von Hermes zeichnen sich dabei besonders dadurch aus, dass er bei ihrer Erschaffung seine Erkenntnis dem Himmelskunde raffiniert mit ihnen verflechtet. Seine Wesen fliegen so hoch, dass sie mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen sind. Oder können sich blitzschnell von einem Punkt zum anderen bewegen, ohne dabei auf Luftströmungen angewiesen zu sein. Das schafft außer ihm niemand. Selbst ich nicht, obwohl ich mein Handwerk eigentlich sehr gut verstehe. Ich muss gestehen, dass mich das ein bisschen neidisch macht. Ist Meteon auch so ein Wunderwerk? Das ist eine überschwierige Frage. Trotz meiner Bewunderung für Meteon habe ich mich nämlich nie genau mit ihrer Beschaffenheit befasst. Ich habe gehört, dass sie per Gedanken kommunizieren kann. Aber ob es abseits davon noch andere Besonderheiten an diesem Wesen gibt, vermag ich nicht zu sagen.
Das werden wir wohl erst erfahren, wenn Hermes sein Konzept im Büro des Architekten anmeldet und die Einzelheiten veröffentlicht. Es sei denn, er kommt vorher zu mir, dem Kollegen vom selben Fach, um meinen Rat einzuholen. Dann sehen die Sachen natürlich anders aus. Sind jetzt die Wörter Dynamis und Dilechil ein Begriff? Ich kann beide Begriffe nicht aussprechen. Das klingt vage vertraut. Gibt es hier in Ilpis nicht eine Blume, die etwas damit zu tun hat? Bei meiner täglichen Arbeit komme ich damit allerdings herzlich wenig in Berührung. Wenn ich ehrlich bin, habe ich bestimmt schon seit Jahrhunderten nichts mehr davon gehört. Was hat das denn damit auf sich? Weiß es nicht? Ha, sehr komisch. Ich habe ja nichts gegen eine gepflegte Plauderei, aber doch bitte nicht während meiner kostbaren Arbeitszeit. Wo kämen wir denn hin, wenn ich die einfach verplapperte? Ich werde mich jetzt wieder meinen Beobachtungen widmen. Wenn du erlaubst, sicher hast du zu tun. Ja, das lief hier, glaube ich, nicht so erfolgreich. Hallo Renat. Ah, du kommst genau richtig. Ich bin ebenfalls gerade mit meiner Nachforschung fertig geworden. Und, hast du etwas herausgefunden? Verstehe. Er wusste also weder über Meteon noch über Dynamis so recht Bescheid. Ich habe leider auch nicht mehr in Erfahrung bringen können. Hermes scheint seine Forschung einzig für sich zu betreiben. Demnach ist er also vermutlich der Einzige, der sich mit der Anwendung des Dynamis auskennt. Aber bevor wir ihn persönlich dazu befragen, sollten wir unsere Nachforschung noch etwas fortführen. Die einzige uns bekannten Phänomene in Ilpis, die mit den letzten Tagen in Verbindung stehen könnten, sind die Kraft des Dynamis und die Delechien, die damit interagieren können. Ich hoffe, das war richtig. Und niemand in Ilpis scheint diese Themen so recht zu kennen, geschweige denn an ihnen zu forschen. Niemand außer Hermes. Demnach sind wir vermutlich auf der richtigen Spur. Zumindest haben wir keine Indizien gefunden, die auf etwas anderes hinweisen würden. Ich schlage daher vor, dass wir uns weiter nach Hermes und Meteon umhören. Wo wir gerade von ihr sprechen. Weißt du über Meteon schon noch sonst so etwas? Außer, dass sie eine Intelligenz ist und gedanklich kommuniziert? Scheint mehrere von ihr zu geben. Was du nicht sagst, das musst du mir mal genauer erklären. Ja, wie denn? Ich weiß doch selber nichts drüber. Ihre Schwestern sollen also auf anderen Planeten den Sinn des Lebens ergründen? Interessant. Diese Information löst zwar noch nicht das Problem, aber ich spüre, dass ich das als nützlich erweisen könnte. Vielen Dank. Unsere Nachforschung werden am Peripetea-Kristallspeicher fortsetzen. Es liegt etwas westlich von hier, diesen Weg entlang. Oh, hey. Oh Gott. Müde ich bin. Die Türme, die du hier siehst, gehören zum Peripheter-Kristallspeicher. Dort werden sämtliche Protokolle zur Beobachtung und Versuchsreihen aufbewahrt, die man in Elpis gemacht hat. Sie wirken schmal, aber lass dich nicht davon täuschen. Innerhalb ihrer Mauern befinden sich zahllose magische verbundene Räume, die ausreichend Platz für all das geballte Wissen bieten. Doch wir sind nicht für die architektonischen Vorträge hier. Also, ich werde die Leute
dort vorne über Hermes und Mytheon befragen. Nimm du dir bitte den südlichen Turm vor. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder hier. In diesem Sinne beobachtet. Oh, kann ich einmal. Doch, kann ich einmal so machen. In diesem Sinne beobachtet das angesprochene Verhalten bitte noch ein wenig weiter. Ansonsten sind die Aufzeichnungen lückenlos. Entschuldige, dass du warten musstest. Moment mal, du bist gar keine Beobachterin, oder? So, dich interessieren Hermes persönlichen Studien? Da meinst du sicher mit Theo, nicht wahr? Tja, die Leute, die hier haben ständig irgendwelche neuen Schöpfungen im Schlepptau. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ich meine, Hermes einmal zusammen mit Theo gesehen zu haben. Aber das war es auch schon. Obwohl, warte mal. Ja, Galen hat mir da mal etwas erzählt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sie ist meine Lebensgefährtin und arbeitet ebenfalls hier in Elpis. Sie hat mal gesehen, wie Hermes einen ganzen Schwarm Mytheons in den Himmel aufsteigen hat lassen. Tagelang hat sie von nichts anderem mehr geredet. So beeindruckt scheint das Schauspiel gewesen zu sein. Das klingt nach einer äußerst interessanten Geschichte. Bernard, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich für den überaus wertvollen Ratschlag zu bedanken, den du mir zur Verteilung der Schöpfung gegeben hattest. Ich dachte, du wärst längst zur Oberfläche zurückgekehrt. Das hatte ich auch vor, bis Hermes Studien meine Neugier weckten. Wärst du so gut, mir die Beobachtung deiner Freundin im Detail zu erklären? Das macht sie am besten selbst. Ihr findet sie in der Metabaseos Thalassei, wo sie als Beobachterin arbeitet. Sie liebt es dort, auf die Ozeane unserer Welt zu blicken und den Meerestieren beim Spielen und Jagen zuzusehen. Auch deine Neugier scheint übrigens ungezügelt geschätzte Venat. Unter diesen Umständen wird deine Rückkehr zum Planeten wohl noch etwas auf sich warten lassen, nicht wahr? Ja, in der Tat. Wir profitieren sehr von dem Wissen, das du als Asem auf deinen Reisen gesammelt hast. Und erst recht von den Theorien, die du uns in deinen Anfangstagen als Wissenschaftlerin hinterlassen hast. Viele unserer heutigen Studien und Einrichtungen wären ohne sie wohl nie entstanden. Wir alle sind unseren Studien verschrieben, aber niemand hat es je mit solcher Leidenschaft und Beharrlichkeit getan wie du. Du bist uns ein leuchtendes Vorbild. Du ehrst mich. Also dann statten wir Galen einen Besuch ab. Dann erlaubt mir, für euch die Verbindung zum Wolkensteg herzustellen. So kommt ihr auf dem schnellsten Weg zu Metabaseos. Oh Gott. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Danke, das wäre sehr nett. Die Verbindung zum Wolkensteg ist hergestellt. Wenn er dort ankommt, geht geradeaus weiter zum nächsten Turm und sagt dem zuständigen Mitarbeiter dort, dass ihr zur oberen Ebene möchtet. Dann einfach weiter geradeaus, bis ihr auf die
Basseus Zalassei stoßt. Galen wird ihr Erlebnis sicher gern mit euch teilen. Oben gibt's aber nichts, oder? Nee. Das andere ist wahrscheinlich erst da hinten. Gehe ich mal stark von aus. Ja, lass mich rein. Na, bist du es wirklich? Was verschafft mir uns, was verschafft uns die Ehre dieses Besuchs? Hallo. So, jetzt. Entschuldigung, dass wir so unangemeldet hereinplatzen. Wir würden gerne mit Galen sprechen. Ließ sich das einrichten? Natürlich, okay. Danke. Und nichts dagegen, wenn es gesprochen wird. Was für eine angenehme Brise. Und die Aussicht ist atemberaubend. Ist die Welt in deiner Zukunft auch so schön? Okay, jetzt auch mal durchlaufen lassen. Wenn ich deine leuchtenden Augen sehe, glaube ich dir das sofort. Ich würde sie auch gerne einmal sehen. Erzählst du mir nicht noch etwas von deinen Reisen, während wir hier warten? Wie du hierher gekommen bist, weiß ich ja schon. Doch auch das davor interessiert mich sehr. All die kleinen Abenteuer, deine ganz persönlichen. Wenn ich deine Welt besser kennenlerne, verstehe ich vielleicht auch, was Heidelin vorhat. Und letztlich treibt mich auch die Neugier als deine Schwester im reisenden Geiste. Denn das Fremde erfahren zu wollen, liegt uns doch im Blut, nicht wahr? Unglaublich. Wie gern wäre ich dabei gewesen. Was für eine erbarmungslose und unfreie Welt. Das lässt die Taten derer, die trotzdem am Guten festhalten, umso edler erscheinen. Dass ihr zu so etwas imstande wart. Der Glanz des Möglichen ist also auch bei euch noch nicht erloschen. Ich danke dir für diese äußerst spannende Schilderung. Wie du weißt, war ich einst Wissenschaftlerin. Unter anderem erforschte ich die Beschaffenheit dieser Welt
Was genau ist älter? Wieso sind die Dinge, wie sie sind? Und was ist der Ursprung des Lebens? Die Welt ist voller faszinierender Fragen. Und auf einige davon fand ich sogar Antworten. Doch je mehr ich lernte, desto weiter wuchs mein Staunen. Die Naturgesetze, wie wir sie heute kennen, und unsere Existenz an sich, alles schien auf wundersame Weise vorherbestimmt. Ein Funke Leben, der sich seinen Weg durch den weiten Kosmos bahnt, die Ewigkeit aufwirbelt und schließlich Form annimmt, in meiner oder deiner Gestalt. Wenn man sich vor Augen führt, wie gering die Wahrscheinlichkeit für so etwas eigentlich ist, dann erscheint einem auf einmal alles möglich. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Und alles, woran ich bis dahin geglaubt hatte, war plötzlich null und nichtig. Ich hatte erkannt, dass es etwas Größeres gibt. Nenn es Schicksal, wenn du willst. Etwas, das schützend über uns und das Leben selbst wacht. Und mit einem Mal erschien mir das Hier und Jetzt, das Ergebnis mannigfacher Wunder und unbestimmter Möglichkeiten, höchst zerbrechlich. Ich spürte das dringende Bedürfnis, Neues zu erfahren, Bekanntschaften zu machen und brach auf in die weite Welt, um ihre Schönheit zu sehen, ihre Stimme zu hören und ihren Atem zu spüren. Das war der Beginn meiner Reise. Er liegt lange zurück. Eine Welt, in der man nichts mehr als selbstverständlich betrachtet, ist aufregend neu und schön. Der endlos weite Horizont. Ein Himmel, in dem man versinken kann. Der ruhige, aber stetige Atem der Natur. Dazwischen jene, die alles mit Leben erfüllen. Ihre Gesichter und Stimmen wärmten mein Herz wie nie etwas zuvor. Sie alle sind wie ein Schatz für mich, den ich beschützen will, den ich liebe. Solange sie also Hilfe benötigen, kann ich nicht zum Planeten zurückkehren. Womöglich ist also Heidelin, mein zukünftiges Ich, noch immer auf der Suche. Nach dem Augenblick, an dem sie endlich von allem ablassen kann. In der Gewissheit, dass ihr euren eigenen Weg gehen werdet. Die Sorge um das Schicksal anderer hat mich immer getrieben. Als jemandem, der aus der Zukunft kommt, möchte ich dir daher gerne eine Frage stellen. War deine Reise eine gute? Entschuldigt die Verspätung. Ich wollte eigentlich schon viel früher hier sein, aber die Launen meines Untersuchungsobjekts haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Deine Arbeit geht vor. Außerdem hatten wir so die Gelegenheit, in Ruhe zu plaudern. Zu gütig. Ihr wolltet mich etwas fragen? Richtig. Es geht um Hermes' neue Schöpfung, das Metheon. Es hieß, du hättest einen ganzen Schwarm davon losfliegen gesehen. Ach das, ja, das habe ich in der Tat. An jenem Tag war ich mit den abendlichen Observationen betraut. Als ich die Metabaseos Thalassai verließ, war es schon fast wieder hell. Auf meinem Heimweg ließ ich den Blick nach oben schweifen, als ich in südöstlicher Richtung auf einmal Lichter bemerkte. Wie Sternschnuppen, aber sie stiegen auf. Das Schauspiel wollte gar nicht enden, also lief ich zum Rand der Insel, um einen besseren Blick darauf zu erhaschen. Und wen durfte ich da auf einer benachbarten Insel entdecken?
Hermes und Meteon, beziehungsweise Meteons, träfe es wohl besser. Da waren nämlich ganz viele. Sie waren es, die ich für aufsteigende Sternschnuppen hielt. Verstehe. Hattest du schon Gelegenheit, mit Hermes darüber zu sprechen? Ja, der Anblick war so überwältigend, dass ich gleich am nächsten Tag zu ihm ging. Aber er meinte, dass er mir noch keine Details verraten könne, sondern erst einmal weitere Tests durchführen müsse. Ich hoffe, es ist bald soweit. Hermes besucht die Insel weiterhin regelmäßig. Ich bin also guter Dinge. Danke für diesen Bericht. Wir können es auch kaum erwarten, mehr zu erfahren. Das ist doch schon alles, was ich wissen wollte. Entschuldige, dass ich dich während der Arbeit rufen ließ. Aber nicht doch. Es ist immer schön, mit Gleichgesinnten zu reden. Ach so, wollt ihr wieder nach unten? Dann könnte ich die Verbindung für euch herstellen. Das wäre sehr freundlich. Und die Fahrt geht wieder nach unten. Sehr schön. Und wieder unten angekommen. So, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück besser im Bilde. Findest du nicht? Unsere Gespräche führen wir ein andermal fort. Eines ist nun jedenfalls klar. Hermes hat seine Erkenntnisse über das Dynamis und die Intellechien bislang mit niemandem geteilt. Entweder macht er sich... jemand seiner Forschungsergebnisse habhaft oder Hermes selbst führt die letzten Tage herbei. Wir müssen herausfinden, ob er einen Grund haben könnte, das zu tun. Na, mal gucken. Ich bin ein Zweihuhn. Ich bin ein Zweihörnchen. Jetzt bin ich auch endlich ein Zweihorn. Okay. Gut. Das geht echt gar nicht. Oh Gott, was ich das ausgedacht habe. Naja. Ich würde mir den Ort, von dem Hermes und Meteons auf Reise geschickt hat, gerne einmal näher ansehen. Vielleicht finden wir dort ja einen Hinweis auf seine Beweggründe. Galen meinte, sie haben das Schauspiel vom südöstlichen Inselrand aus beobachtet. Von dort sollten wir ausmachen können, auf welcher Insel sich Hermes befunden hat. Bitte auf einer der neueren, dann kann ich da nochmal nach Himmelsscherben suchen. Warte mal. Machen wir das jetzt mal so. Jetzt sind wir ein Dreihorn.